Und weiter geht's. Wir müssen erstmal wieder den Weg finden, wo wir entlanglaufen müssen. Okay, hier gibt es auch noch einige Sachen zu erledigen, leider. Ach doch, Moment. Von uns kann jemand schießen. Was mich dann daran erinnert, dass wir beim letzten Mal nicht alle von diesen Dingern... Achso, das gehört gar nicht dahin. Okay, das gehört hier hin. Was uns allerdings nichts bringt, weil wir nicht in die Dunkelheit rein können. Also war das jetzt eigentlich alles Blödsinn. So, einen Schlüssel müssen wir haben. Einen Schlüssel. Dummerweise kann keiner von uns das Ding aufmachen. Was sagt er dazu? Ach so! Das habe ich jetzt nicht gewusst. Okay, also der Kleine hat wohl eine spezielle Brille, durch die man im Dunkeln sehen kann. Damit kann er auch den Schlüssel... Der sieht aus wie ein Alien irgendwie. Ja, das ist doch wunderbar. Diese Info wird dich von den Socken hauen. Erst die anderen suchen. Ich bin sofort wieder zurück. Versprochen. So, wir müssen jetzt gucken, wo wir entlang können, ohne dass wir zu viel Aufmerksamkeit erregen. Achso, hier ist, oder? Nee, hier ist kein Loch. Der würde uns auf jeden Fall sehen. Der andere würde uns auch sehen. Oder? Können wir hier vielleicht vorbei? Nein, wir können hier nicht vorbei. Okay. Ah, ich sehe da gerade was. Nur, dass sie nicht treffen kann. Super. Hallo. Du sollst da oben treffen. Okay, stecken wir den Timmy da rein. Ich denke mal, dass wir wieder zurückgehen sollen. Vielleicht auch nicht.
okay. Also ich schätze mal, wir hätten jetzt gar nicht zurückgehen sollen mit dem Timmy. Sondern einfach hier den Weg weitergehen sollen. Dadurch können wir natürlich jetzt die Sachen... Können wir da oben eigentlich drauf springen? Nee, der springt gar nicht, ne? Komm schnell mit. Ja, schnell ist die jetzt nicht gerade. Ah, okay. Das funktioniert. War da ernsthaft ein Huhn im Schacht? Nein, du siehst mich nicht, obwohl ich ganz offensichtlich vor dir herlaufe. Ich würde ja jetzt sagen, dass ich einfach abhaue, aber das kann ich nicht. Ich muss ja meine Schwester mitnehmen. Und nebenbei bemerkt noch ganz viel Geld holen, indem ich hier ganz viel Lärm mache, aber das bemerkt der Raptor dann nicht. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Na, 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 na. Komm, Timmy, wir müssen weiter. Das können wir nicht machen, das können wir aber machen. Ist natürlich auch völlig geräuschfrei. Und jetzt? Achso. So sieht der Raptor mich nicht mehr. Achso, das ist die Dunkelheit. Ah, okay. Haben wir da noch mehr? Haben wir da irgendwas, was wir aufnehmen können? Achso, das Ding müssen wir auch aufnehmen. Dann doch zusammenbauen. Ja. Jetzt haben wir Eiscreme gemacht, aber wir stehen doch immer noch vor der Eiscreme. Das heißt, wir werden dann die Nachspeise. Oder? Okay, vielleicht auch nicht. Das kann ich vermutlich nicht machen, ne? Ja, das dachte ich mir schon. Die Frage ist dann nur, können wir denn noch irgendetwas machen? Genommen müssten wir wieder zurückgehen. Genau. Voll die Tippelgeräusche. Los! Ja, wir kommen, wir kommen. Wir müssen nur mal eben was bauen. Weil der Raptor ja nicht so clever ist, da rauszugehen. Deswegen müssen wir dem erstmal eine draufhauen. Komm schnell, Timmy. Lass uns abhauen. Er ist hier drin. Zum Kontrollraum.